An einem kalten Wintertag im Frühling 2020 gibt es hier draußen kaum einen, der die wichtigen Dinge im Leben so sehr begreift wie ein leicht geistig gestörter Typ im rosa Outfit. Käse zu finden, das ist nicht immer einfach. Manchmal findet man es im Wald, manchmal auf dem Dach eines Wohnmobils. Man benötigt aber auch die richtige Menge an Fachwissen, eine ganze Menge Geduld und man muss ab und zu eine Blume lecken. Mein Punkt ist, du kannst nicht einfach so in den Laden gehen und dir Käse kaufen. Du solltest vorher auch einen Mundschutz anziehen. Blamierst dich in der Öffentlichkeit, doch wenigstens sorgt es für Heiterkeit. Ja, du bleibst cool, bleibst frisch, du bist am Start. Und auch wenn dich vor dem Laden ein Obdachloser wegen dem Outfit belästigt hat, ist das egal, es sorgt für Heiterkeit. Ja, du bleibst cool, bleibst frisch die ganze Zeit. Das ist der Käse, der Käse, der Käse-Lifestyle. Das ist der Käse-Lifestyle. Da bist du ja. Hast du den Käse? Welcher Käse? Den du kaufen solltest. Ich musst doch in der Tasche irgendwie Käse haben. Ich hab Gummibärchen. Käsemann! Hast du doch Geld? Das sieht nicht so gut aus. Was jetzt? Ich hab ne Idee, glaub mir. Komm mit. Okay. Und jetzt? Also, wir müssen erstmal nach Hause ne? Ein paar Anrufe tätigen. Ja? Ich navigiere dich, fahr einfach los. Ja, ist ja cool. Ah, warte! Gute Idee! Ja! Genau! Einfach in die Richtung, ja! Und? Was ist jetzt? Willst du irgendwas mit anrufen? Mach dir da keine Sorgen, ich hab so meine Connections. Ich will das erstes Mal sagen, probiere ich es mal beim Opium-Opa. Der hat nämlich meistens ein bisschen Käse für mich. Der Opium-Opa, ich jogge so durch die Gegend, bin der Opium, ja, ich jogge so durch die Gegend, bin der Opium-Opa. Ah du, ey, such dir einen Job. Aufgelegt! Der ist schon wieder auf Opium! Wie jetzt? Ich brauche jetzt sofort meinen Käse! Zähl, zähl, zähl! Ich hab noch eine andere Idee, okay? Das ist eh nur eine Plastikwaffe. Für den Anruf brauche ich aber meine Ruhe, okay? Die Leute wünschen nämlich Diskretion. So, wenn ich jetzt nämlich die Käseauskunft anrufe, sag ich einfach, dass ich meinen Gouda ein bisschen früher will. Ah, nee, warte. Was geht ab? Sie sprechen mit der Käseauskunft. Gleich steht ein Mitarbeiter Ihnen zur Verfügung. Bis dahin können Sie ja meine fetten, haarigen Eier lutschen. Die Käseauskunft? Ja, hallo. Ich habe bei Ihnen Gouda für Montag bestellt. Könnten wir den Boss das vielleicht ein bisschen früher geben? Wir haben noch bis 17 Uhr offen. Sie können ihn in 5 Minuten abholen. Heute? In 5 Minuten? Voll cringe. Ich muss los. Hä? Bekloppter Arsch! Rennen für die Käse, rennen für die Käse, rennen für die Käse, rennen. Rennen
für den Käse rennen, für den Käse rennen, für den Käse rennen. Ja, es ist ein Lebensstil, der ist gelb und stinkt, der löchriges Leck uns zum Lächeln bringt. In Ecken, in Scheiben, auf weich, auf hart, verlass ich das Haus, hab ich dich parat. Mein Käse! So, wir sind jetzt hier vor der Tür von Don Cheddar, der Käseauskunft. Und ich würde sagen, wir klingeln erstmal. Öffne die Tür, bitte. Was war? Gouda. Ich rufe Sie wegen der Ware hier. Ich muss den Boss sprechen. Danke. Du möchtest also Käse? Lass uns rausgehen. Das Wetter ist schön. Assistent! Mein Junge, du kommst in mein Haus, sagst, du möchtest deinen Käse früher haben und du weißt, mit mir ist nicht zu spaßen. Was kannst du mir bieten? Es tut mir wirklich leid, aber ich habe etwas, was Ihnen wirklich gefallen könnte. Schimmliges Brot. Schimmliges Brot verdirbt euch die Freude. Schimmliges Brot schmälert das Vergnügen. Schimmliges Brot ist mein Leibgericht. Hier, nimm deinen Käse. Don Cheddar, ich danke Ihnen vielmals. Bis in Bälde. So, jetzt haben wir endlich den Käse ganz für uns allein. Yeah, baby! Wo bleibt der? Ich werde mich doch wohl nicht sitzen lassen. Wie viel Uhr? Braucht doch auch meinen Käse! Das! Der nun mit harter Arbeit ehrlich erwirtschaftete Käse. Warte, da ist noch ein Stück. Nee. Kann nun nicht einfach nur so gegessen werden, sondern er muss erstmal präpariert werden. Dafür braucht man erstmal eine einfarbige, hölzerne Fläche, ja? Und dann kann es auch schon losgehen. Perfekt. Dann muss man das Ganze nur noch mit einem Bleistift verbinden, damit es auch die Käseform annimmt, ihr wisst ja. Und dann kann man ihn auch essen. Wenn der Käse dann ganz genau so aussieht, also so rechts und links aus der Packung quillt, ja, dann kann man ihn auch essen. Geil. Nee, auch kein Käse.